Fahrdienstleitung an 1259, bitte kommen. 1259 hört. Ausgeschlafen? Ja, diesmal schon. Sehr gut. Ich habe mir gedacht, dass du nach der Tortur letzte Nacht ein wenig mehr Schlaf brauchen wirst und habe deshalb ein wirklich gutes Hotel gebucht. Nicht so das, was du sonst immer kriegst. Jetzt mal zum Schichtablauf. Es wird natürlich, wie im Nachtverkehr üblich, kompliziert. Also pass gut auf. Der Zuglauf des 1259 geht von Basel nach Berlin-Lichtenberg. Normalerweise wird der Zug in Erfurt geteilt und von da aus wird weiter nach Berlin gefahren, beziehungsweise als 459 nach Prag. Ebenfalls sind normalerweise IC-Wagen mit zur Benutzung bis Mannheim. Da wir heute mit dem Talgo fahren, ist das alles ein wenig anders. Wir teilen den Zug zwar in Erfurt wie geplant, haben aber keine IC-Wagen mit. Die Fahrgäste nach Mannheim müsst ihr also in den Sitzwagen unterbringen. Erste Klasse Fahrgäste, die reserviert haben, könnt ihr auch im Liegewagen anbieten oder Sitzwagen und einen Gutschein. Ab Freiburg wirst du abgelöst. Bleib aber bitte im Zug, denn wir brauchen dich noch auf dem letzten Abschnitt. Dazu aber später mehr. Gute Fahrt. Alles klar, verstanden. Und somit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier in Basel, Badischer Bahnhof in der Schweiz. Im Führerstand jetzt angekommen in der Baureihe 189 wurde soweit schon alles aufgerüstet und der Abfahrtspfiff ist auch schon ertönt, das heißt, die Türen sind geschlossen. Wir führen noch einen kurzen Sicherheitsblick durch. Es befindet sich kein Fahrgast mehr zwischen den Türen und der Bahnsteigkante. Somit kann die Bremse gelöst werden und die Leistung kann aufgeschalten werden. Die Ausfahrt hier aus Basel SBB ist mit 60 Stundenkilometer gestartet. Kann man auch ganz gut erkennen an dem ZS, an dem Zielgeschwindigkeitsanzeiger mit der Kennziffer 6. Zugbeeinflussung. Und aus der restriktiven Überwachung, also aus dem Wechselblinken, kann sich auch gleich befreit werden. Die Baureihe 189, in der wir gerade Platz genommen haben, ist von MRCE, von Mitsui Rail Capital Europe. Wir fahren heute den CNL 1259 von Basel nach Berlin-Gesundbrunnen bzw. nach Berlin-Lichtenberg mit Zugteil CNL 459. Dieser verkehrt dann weiter bis nach Prag. In wenigen Minuten erreichen wir auch schon die Landesgrenze zwischen der Schweiz und Deutschland. Und dann werden wir auch in die Linie Zugbeeinflussung aufgenommen. Heute geht es über die Schnellfahrstrecke bzw. durch den Katzenbergtunnel nach Freiburg. Und da sind wir auch schon in die LZB aufgenommen worden. Und die Höchstgeschwindigkeit beträgt jetzt 120 Stundenkilometer. So, die Landesgrenze ist nun erreicht. Links sehen wir den Umschlagbahnhof mit den Portalkränen und die Höchstgeschwindigkeit für diese Zugfahrt beträgt 140 Stundenkilometer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir begrüßen auch herzlich alle in Basel Badischer Bahnhof zugestiegenen Fahrgäste in der City Nightline 1259 auf der Fahrt nach Berlin-Lichtenberg. Mit Halten in Freiburg, Offenburg, Karlsruhe, Heidelberg, Mannheim, Frankfurt am Main, Süd, Erfurt. In Erfurt wird dieser Zug geteilt und fährt einerseits als CNL 1259 weiter nach Berlin-Lichtenberg über Naumburg, Halle, Bitterfeld, Lutherstadt, Wittenberg, Berlin-Südkreuz, Berlin-Hauptbahnhof und Berlin-Gesundbrunnen. Der andere Zugteil fährt von dort aus weiter nach Prag als CNL 459. Bis Mannheim Hauptbahnhof können auch Fahrgäste mit Intercity-Fahrkarten den Zug nutzen. Beachten Sie bitte, dass eine Weiterfahrt mit Intercity-Fahrkarten ab Mannheim nicht möglich ist. Zur Weiterfahrt nach Prag oder in Richtung Berlin benötigen Sie Fahrkarten des Nachtverkehrs. Ein weiterer wichtiger Hinweis: Die Reservierungen, die Sie auf Ihren Fahrkarten haben, sind leider so nicht gültig, da wir hier mit einer geänderten Wagenreihung fahren. Der Zug besteht aus Talgo-Wagen, wie sie früher auf der Strecke eingesetzt wurden. Diese Wagen wurden neu hergerichtet und werden jetzt auch wieder im Nachtverkehr eingesetzt. Daraus ergeben sich aber andere Wagennummer und andere Platznummern. Wir bitten Sie, diesen Umstand zu entschuldigen und hoffen, dass Sie der Komfort überzeugt, dass es sich gelohnt hat. Wenden Sie sich bitte an das Zugpersonal. Wir werden Ihnen Plätze zuweisen. Es sind genug Plätze im Zug. Wir haben quasi wesentlich mehr Plätze als normalerweise im Zug auf der Strecke üblich. Deswegen sollte es eigentlich keine Probleme geben, außer vielleicht ein bisschen organisatorisch. Der nächste Halt des Zuges ist Freiburg. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Sehr schön. Da hat der Zugchef die Fahrgäste gleich mal informiert. Ja, die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 140 Stundenkilometer, denn die Talgo-Garnitur ist zugelassen auf eine maximale Höchstgeschwindigkeit von 140 Stundenkilometer, genauso wie die Baureihe 189 Siemens ES64 F4. Ja, nun sind wir schon auf der Schnellfahrstrecke unterwegs. Auf der Schnellfahrstrecke dürfte ja jetzt auch nicht mehr allzu viel los sein, denn die Fernverkehrszüge werden jetzt nach und nach weniger. Von daher vermute ich auch mal, dass die Fahrdienstleitung hier einige Güterzüge dann auch in der Nacht über die Schnellfahrstrecke fahren lässt. Im Zugverband des CNL 1259 und 459, der dann ja nach Prag weiterfährt, sind keine Autotransportwagen angekuppelt. Den Zugschluss bildet auch hier wieder einer der beiden Maschinenwagen. Der Unterbau der Gleise hat schon gewechselt zur festen Fahrbahn und hier beginnt der Katzenbergtunnel. Auch hier schön zu erkennen die Beleuchtung, denn bei Neubaustrecken, wo es einen Tunnelabschnitt gibt, muss dieser Tunnel beleuchtet sein, das ist Vorschrift. Alte Tunnel müssen, glaube ich, nicht nachgerüstet werden, aber bei Neubauten ist eine Tunnelbeleuchtung Pflicht, jeweils an den Seiten oder zumindest an einer Seite des Tunnels, und das ist hier auch wunderbar zu erkennen.
Streckenkilometer 253,2. Die Strecke Mannheim, die Strecke Freiburg-Basel, pardon, gehört zur Bahnstrecke Mannheim-Basel. Denn die Bahnstrecke Mannheim-Basel ist eine zweigleisige elektrifizierte Eisenbahnhauptstrecke eben in Baden-Württemberg. Und sie verläuft durch die oberrheinische Tiefebene von Mannheim über Heidelberg, Bruchsal, Karlsruhe, Raststadt, Baden-Baden, Offenburg und Freiburg im Breisgau dann eben nach Basel. Und das Ganze natürlich auch in umgekehrter Reihenfolge und wird daher auch Rheintalbahn oder Oberrheinbahn genannt. Die Strecke wurde als Teil der Badischen Hauptbahn gebaut und zwischen Mannheim und Rastatt, meine ich, verläuft sie auch parallel zur Badischen Rheinbahn. Und die Strecke wird ja auch viergleisig ausgebaut. Und die Neubauabschnitte sollen bis 2035 dann fertiggestellt sein. Ja, der Katzenbergtunnel ist ja fast 10 Kilometer lang. Und die Höchstgeschwindigkeit beträgt 250 Stundenkilometer, die hier dann im Katzenbergtunnel voll ausgefahren werden können. Die Talgo-Einheit ist eine generalüberholte Zugeinheit, die jetzt hier auf der Strecke wieder eingesetzt wird. Und ich finde ja die Talgo-Gliederzüge richtig nice. Sehr, sehr schade, dass die Deutsche Bahn das Nachzuggeschäft ja komplett eingestellt hat. Die österreichische Bundesbahn, ja, freut sich darüber, denn das Nachzuggeschäft boomt. Die ÖBB haben jetzt auch neue Nightjet-Wagen bestellt. Ich meine, dass die sogar 2022, 2023 Fahrplanwechsel da schon zum Einsatz kommen. Aber die Deutsche Bahn hat bei dem Hersteller Talgo, nachdem ja auch eben dieser Nachtzug benannt ist, einen neuen EC bestellt, also einen ECX nennt sich dieser. Und dieser wird auch von Talgo gebaut. Und soll demnächst auch in den Planeinsatz kommen. So, der Katzenbergtunnel liegt nun hinter uns. Und jetzt geht es dann wieder rüber auf die, in Anführungszeichen, normale Strecke wieder. Die LZB kündigt eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 100 Stundenkilometer an. Schauen wir mal auf den Entfernungsbalken in 1000 Meter, also in einem Kilometer. Die LZB greift schon ein und bremst den Zug Orbe auf die gewünschte Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometer. Bremsvorgang ist abgeschlossen, somit kann die Leistung wieder hinzugeschalten werden. Und der nächste LCB-Abschnitt ist auch schon freigegeben.
Mit Erreichen des Zugschlusses an der Geschwindigkeitstafel, das ist jetzt der Fall, darf die Geschwindigkeit wieder auf 140 km/h erhöht werden. Die Baureihe 189 wird ja hier der Kollege zur Verfügung gestellt von MACE bzw. vermietet. Natürlich kann auch die Deutsche Bahn Lokomotiven von MRCE mieten. Während früher von MACE noch Dieselloks verleased wurden, ist der Fuhrpark heutzutage nur noch mit Elektrolokomotiven bestückt. Verleased werden dabei die Baureihen der Typen 185, ich meine, das waren die Trax F140 Serien, die 182, also die Siemens ES64U2 und natürlich die Baureihe 189, Siemens ES64F4 sowie natürlich die Siemens Vectron Baureihe 193. Und ich meine auch, MACE ist einer der größten Abnehmer von Vectron-Lokomotiven bzw. von Vectron-Lokomotiven von Siemens. Ich glaube, das sind gut über 130 Vectrons, die MRCE bei Siemens gekauft hat. Dass die Fahrgäste nicht geblendet werden, schalten wir mal das Fernlicht aus. Einfach schön der Talgo-Zug. Wir fahren gerade durch Mülheim in Baden durch. Und da wartet ein Kollege auf uns mit seinem Güterzug und den STGGMRS Taschenwagen. Ja, Güterzüge haben ja die letzte Priorität auf der Strecke. Störung. Der nächste fahrplanmäßige Halt ist dann Freiburg im Breisgau. In rund 6 Kilometern wird eine Geschwindigkeitsreduzierung angekündigt der LZB auf 120 Stundenkilometer. Kollege, Baureihe 151. Und dieser Güterzug besteht aus Kesselwagen. Ja, ich muss sagen, ich fahre persönlich in der Nacht eigentlich sehr gerne. Die Strecken sind doch relativ freier als untertags. Klar, untertags ist natürlich der Personenverkehr maßgebend, natürlich der Fernverkehr, der Nahverkehr.
Die Güterzüge, ja, werden sozusagen immer zwischen gequetscht sozusagen. Wenn eine Lücke frei ist, werden da die Güterzüge reingeschoben. Und das, ja, hat man halt in der Nacht nicht klar. Der Güterzugverkehr herrscht dann in der Nacht wieder vor, aber man kommt doch deutlicher voran, wenn man ja im Güterzugdienst unterwegs ist. So, mal ein kurzer Blick in den Talgo. Guten Abend. Ja, sehr schöner Zug, ne? Das waren noch Zeiten. So, die Leistung wird einmal herausgenommen, dann gleich wird die LZB eingreifen und genau, die Geschwindigkeit reduzieren. Die Signale haben im Moment keine Bedeutung, da wir LZB geführt werden. So, dann blenden wir mal wieder ab, denn wir möchten den Kollegen hier nicht blenden. Sehr schön, Baureihe 189, Doppeltraktion, ein weiterer Güterzug hier auf dem Weg nach Basel. So, das Vorsignal zeigt das Signalbild VR1 an. Wie gesagt, der Triebfahrzeugführer behält natürlich trotzdem die Signale etwas im Blick, denn anhand der Signalstellung kann der Triebfahrzeugführer auch kontrollieren, ob die LZB ordnungsgemäß arbeitet. Und eine sehr schöne abendliche Stimmung hier zwischen Basel und Freiburg. Das Hauptsignal zeigt HP1 an. Also vor uns scheint auch kein Güterzug oder ein langsam fahrender Zug unterwegs zu sein.
Als Besonderheit waren die deutschen Talgo-Gliederzüge bis zum Einsatzende 2009 in den noch von der Deutschen Bundesbahn damals konzipierten Produktfarben lackiert. Ja, und dieses Farbkonzept wurde 1986 eingeführt und dann, ich meine 1994 war es, auf die deutschen Talgos übertragen. Es sollte dadurch die äußerliche Unterscheidbarkeit der verschiedenen Zuggattungsgruppen ermöglichen. So, die Geschwindigkeit muss gleich auf 110 reduziert werden. Leistung wird schon mal rausgenommen. Die Talgo-Züge der DB wurden ja anfangs als Intercity Night bezeichnet. Trotzdem tragen sie die blaue Kennfarbe. Und abgesehen von drei weiteren konventionellen Nachtzugwagen, also Barwagen des früheren Nachtzugs Luna, meine ich war das, der Kollege. So, wir müssen jetzt hier ein bisschen mit eingreifen. Genau. Und die Geschwindigkeit hier ein bisschen mit reduzieren. So, und jetzt haben wir wieder eine kleine Störung. Der Leuchtmelder S leuchtet wieder dauerhaft auf. Das heißt, das LZB-Ende wird wahrscheinlich wieder in einer Zwangsbremsung enden. Ja, und dann wurden eben die Farbkennung der Interregios angewendet. So hat man sich da dann eben auch wieder umgestellt, was die Farblackierung angeht. Die Geschwindigkeit darf jetzt auf 140 km/h wieder erhöht werden. Dann einmal abblenden, denn hier kommt schon der nächste Zug uns entgegen. Und auch ein Haltepunkt wird hier erreicht. Ah, und der Kollege in der Baureihe 111 führend nimmt Fahrgäste auf. In rund 2 Kilometern muss die Geschwindigkeit auf 60 Kilometer reduziert sein. Das heißt, ich nehme schon mal die Leistung raus, denn hier greift die LZB auch schon ein ins Geschehen. Das Vorsignal kündigt das Ganze auch an mit einem ZS3V. Und somit kann man eben gut überprüfen, ob die LZB ordnungsgemäß arbeitet.
denn wir erreichen schon Freiburg Hauptbahnhof. Die Einfahrt hier in Freiburg ist dann mit 60 km/h gleich gestattet. Zumindest laut dem Zielgeschwindigkeitsanzeiger. Genau. Da geht auch die V-Soll- und Ist-Geschwindigkeitsnadel schon nach unten. Fahrdienstleitung an 1259, bitte kommen. 1259 hört. Es ist gleich geschafft. Übergib den Zug bitte an die Kollegen. Bleib aber im Zug. Wir brauchen dich am Morgen ab Bitterfeld für den letzten Abschnitt. Du kannst dir einen Schlafwagenplatz suchen. Achte bitte nur darauf, dass du ab Erfurt nicht nach Prag fährst. Sonst haben wir ein dickes Problem. Abfahrt in Erfurt ist 4:42 Uhr. In Bitterfeld geht's dann für dich weiter. Um 6:21 Uhr. Alles klar? Ja, ich übergebe also in Freiburg den Zug und mach's mir in irgendeinem Wagen gemütlich bis Bitterfeld. Schau aber zu eben, dass ich im richtigen Zugteil sitze. Das mit der Zugteilung habe ich ja mitbekommen. Wunderbar. Ja, dann machen wir uns es doch erstmal gemütlich. Die Türen sind somit freigegeben und die Fahrgäste können zusteigen. Ja, ich hoffe, euch hat die Fahrt gefallen und ich würde mich dann riesig freuen, wenn wir uns in einer der nächsten Folgen wiederhören würden. Bis dann, macht's gut, euer Matthias AW, Servus.